dass du das Hobby Reiten hast, gell? Und ich kann mich erinnern, als ich mit dem Reiten angefangen habe, da habe ich das erstmal auf einem Baum probiert. Du warst schon erstmal so Trockenübungen auf dem Baum. Weil ich kann mich gut erinnern, als ich auf diesen Astrid. Du weißt, die Astrid ist jetzt zwar die andere, aber ich würde unbedingt was mit Astrid machen. Astrid ist super. Das ist auch ein Name, der nicht mehr so oft vergeben wird. Toll, dass es noch eine Astrid gibt. München hat ja sehr viele Analogien zu Wien. München ist eine schöne Stadt. München ist die teuerste Stadt Deutschlands. Wien ist die teuerste Stadt Österreichs. In Wien sind die Mieten teuer, in München sind die Mieten teuer. Also das gibt sehr, sehr viele Parallelen. Und die Situation auf dem Münchner Wohnungsmarkt könnte Sie in diesem Lied vielleicht auch an die Situation auf dem Wiener Wohnungsmarkt erinnern. Es sind so kleine Wände, wenn's gezimmert wird, darf man nicht drin atmen, Wände furchtbar dünn. Ich träum oft von einem Haus in München mit 800 Quadratmeter Wohnfläche. 1600 Quadratmeter Garten, das Ganze für 200 Euro warm. Doch in München ist sowas undenkbar geworden. Drum träume ich jetzt von einem Haus in Freising. Von einem Haus in Freising an einem See, wo im Sommer der Sonnenschein direkt auf mein Haus in Freising an einem See, weil wenn im Sommer der Sonnenschein direkt auf mein Haus in Freising an einem See, dann ist es ja mein Seehaus in the Freising Sun. Hätten Sie was dagegen, wenn ich heute Abend noch die Jelinek? Und wenn Sie mich dann fragt, ja, sag mal Willi, wie viel Bier hast denn du schon wieder getrunken? Sag ich, Elfriede. Die Bücher sind ja für mich wie guter Wein. Das ist ja auch der Grund, warum ich oft noch so spät lese. Es kann natürlich auch ein ganz einfacher österreichischer Wein vom Markt sein. Was ist ein Marktwein? Marktwein. Hallo! Schau mal, was gehört von Huckleberry Finn oder irgendwie? Die Bücher können auch zum Verhängnis werden. Vielleicht wäre ja damals die Titanic gar nicht untergegangen, ohne diese blöde Lektüre. Nein, das ist ja, das bleibt aber jetzt echt unter uns. Die E-Mail-Adresse vom Papst, das ist urbi et orbi. Und das, was der Papst, was er da für ein Lied geschrieben hat, ich möchte es Ihnen schnell vorspielen. Da geht es um Lebenshilfetipps und so. Bei Fieber helfe im Wickel auf die Waden. Bei Pannen rufe den ADAC. Duschen ist viel billiger als Baden. All dies günstiger als KDW. Sonnencreme schützt dich vor Ozon. Verhüte ruhig auch mal mit dem Kondom. Ich bin der Ratsinger, der gute Ratsinger. Ich sing dir heute einen guten Rat umsonst. Ich bin der Ratsinger, der gute Ratsinger. Meinen Rat, den du umsonst ihn haben kannst.